Brunner Gröning, ich zitiere hier die Worte von Brunner Gröning. Gott ist der größte Arzt. Der Arzt aller Menschen ist und bleibt unser Herrgott. Wer in ihm lebt, der hat alles. Er wird reich werden, reich an Gesundheit. Und das ist wohl das größte Glück, das einem Menschen von unserem Herrgott gegeben werden kann. Die helfende Hand reicht nach überall. Ich betone noch einmal, dass Gott hier keine Grenzen gesetzt sind. Unser Herrgott ist und bleibt alles. Der größte Arzt aller Menschen ist und bleibt allein unser Herrgott. Nur auf seine Hilfe können wir rechnen. Der Herrgott ist und bleibt für uns Menschen der Unsichtbare, aber doch der Spürbare. Jeder spürt es an seinem eigenen Leib. So wie er den Glauben in sich hat und er verspürt, dass die Hilfe Gottes die einzige, die größte und die beste nur sein kann. Der Arzt hat auch sein Bestes gegeben, ihnen zu helfen. Es ist aber den Ärzten nicht gegeben, allen die Hilfe zu bringen, die sie erwarten. Eines aber muss gesagt werden, dass der einzige Arzt, der Arzt aller Menschen allein, nur unser Herrgott ist. Ich gebe Ihnen zu wissen, dass niemandem geholfen werden kann ohne unseren Herrgott. Er allein ist und bleibt unser Vater. Er allein ist und bleibt der größte Arzt aller Menschen. Aber ich sage noch einmal, das war nicht ich, der den Menschen gesund gemacht hat. Das war der Allmächtige, das war der Herrgott. Denn das ist sein Werk, nicht mein Werk.